Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Karmesin, der Nuzlocke Challenge, mit mir, dem guten Train. Wir werden jetzt gegen Etta kämpfen, wie ich es im letzten Part gesagt habe, und hoffentlich wird der Kampf gut. Wir schauen mal. Los geht's. Ah, Trainer, deine Eröffnungsnummer war ein voller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Arena-Leiterin Etta, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele, herausfordern? Ja. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Los geht's. Ich bin gespannt, was Etta uns so zeigen wird. Ihr hoffentlich auch. Yo, yo! Auf dem Kampfplatz gibt jemand einen rhythmischen Sprechgesang zum Besten. Unseren Rap-Battle heute wirst du verlieren. Yo, yo, wir siegen, du endest auf allen Vieren. Spitz die Ohren für meinen Rap, Arena-Leiterin. Ich stehe an der Spitze, ich bin der King. Der King willst du sein? Ha, du bist echt lahm. Deine Rhymes sind nichts als Kinderkram. Loser wie du können gleich nach Hause gehen. No way, zieh Leine auf Nimmerwiedersehen. Ich bin Etta, immer härter, immer besser. Meine Rhymes schlagen ein wie Dynamit. Mach dich bereit für den unschlagbaren Beat. Du hast echt ne Macke, kleiner Möchtegern. Lern lieber rappen und halt dich von mir fern. Geh heim, lass es sein, ich sag nein. Verloren, neugeboren, doch es ist nicht vorbei. Nächstes Mal komme ich nachmittags um 3. Warte, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. Ha, nachmittags um 3? Was sollte das denn? Das ist mir echt zu viel Freestyle. Und schon ist es aus. Was ein mieser Gag. Gibt's hier niemanden mit genügend Swag? Sie hat Swag gesagt, ne? Oh nein. Hm? Yo, du hast doch für mich die Show eröffnet. Bist du meine nächste Gegnerin? Willst du meine Pokémon oder meine Rhymes herausfordern? Ich bin hier für einen Arena-Kampf. Du bist also nicht hier zum Rappen? Besser so, sonst machst du dich zum Deppen. Hahaha. Was? Du findest, ich spreche komisch? Das nennt sich Rappen. Rap ist ein Spiel mit Reim, Klängen und Gesängen. Quasi der Rhythmus deiner Seele. Zorbiris bei Nacht steht wacht und gibt Acht. Ganz allein muss das sein. Nein, oh nein. So geht das. Checkst du, was ich meine? Ja. Naja, du bist ja auch Pokémon-Trainerin. Zeig mir in einem Kampf, was du drauf hast. Sonst spült mein Rap den Cash in die Kasse. Doch auch meine Geister-Pokémon sind erste Klasse. Ich finde das tatsächlich eine geile Idee, ne? Ich bin Etta, aka die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Fühlst du die Vibes? Ist dein Geist soweit? Mach dich bereit für meine Wenigkeit. Arena-Leiterin Etta fordert uns heraus. Los geht's! Oh, Doppelkämpfe. Oh nein. Doppelkämpfe macht es. Das ist tatsächlich auch ein Doppelkampf. Yo, Doppelkämpfe sind absolut der Etta-Style. Ich wechsle Pokémon aus wie Worte im Rhyme. Doppelkämpfe, Brudi! Nö. Okay, was machen wir jetzt? Ich denke so, ich hoffe stark, dass dieser Kampf einschlägt wie ein fetter Beat. Enttäuscht mich nicht. Okay, dann mal los. So, Barnett ist schon mal raus. Das ist okay. Da kam der Schlitzer. Ja, ja, der gute Kostümspuk. Friedwurf. Mit coolen Blicken, volle Kanne in die Schwachstelle. Was für ein Swag. Sie haben Swag gesagt, schon wieder, ne? Oh Gott. Bitte nicht. Angriff von Hotfire steigt. Weil wir angefeuert werden. Ach so. Stimmt, hier gibt's ja Boosts. Das war's für Friedwurf.
Da kommt wieder der Schlitzer. Flammenwurf wird Mimikma, glaube ich, weghauen diesmal. Ja. Vor deiner Power der Jugend ziehe ich den Hut. Doch DJ Etta verliert noch lange nicht den Mut. Abwarten. Riffex. Riffex wird ein Geist-Pokémon werden. Ziemlich sicher sogar. Ettas Pokémon liegen auf den Brettern. Hui, das haut mich glatt mit um. Wir haben so gut wie gewonnen. Das wird jetzt richtig wehtun, Alter. Los geht's. Jetzt kommt der letzte Song, meine Homies, und er bringt eure Seele zum Klatschen. Der Hund ist süß. Dieser Song bringt selbst Tote zum Tanzen. DJ G-Rave ist da, ist in der Haus. Na, dann auf geht's. Mal gucken, was du gegen unsere beiden Masterpieces am Pokémon ausrichten kannst. Leider habe ich mich geirrt, wir sind doch sehr overlevelt. Dann war in dieser Levelliste für 41 bis 51, da ist dann Nemila mit auch gemeint. Sehr gut zu wissen. Das war's für Refekt, tschüss. Gut, das war ein Crit, wir waren plus 2 im Angriff. Sehr effektiv, keine Chance, Brudi. Dein Rhythmus ist doch fetter offenbar, aber mit einer Niederlage komme ich klar. Haha, das war nice. Ich konnte die Vibes zwischen dir und deinen Pokémon richtig spüren. Die meisten kommen nur zum Flexen her, aber du hast es geschafft, mich so richtig zu flashen. Den Orden hast du dir absolut verdient, yo. Wie wär's außerdem mit einem VIP-Ticket für mein nächstes Konzert? Das geht auf mich. Das nehme ich gerne an. Frigo Monta, Arena gemeistert, der Weg des Champs. Mit 7 Arena-Orden in der Tasche lassen sich Pokémon bis Level 55 leichter fangen und sie gehorchen dir aufs Wort. Ah, nach dem ganzen Rappen bin ich richtig gut drauf. Hier, das kriegst du auch noch. Spukball. Bewirf das Ziel mit einem gruseligen Ball. Nice. Ich würde ja echt gern noch ein paar Rhymes für dich raushauen. Komm bald mal wieder. Nächstes Mal können wir uns einen Rap-Battle liefern. Toi, 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 bei deinen weiteren Abenteuern. Man sieht sich, Baby. Das haben wir gut gelöst. Würde ich mal behaupten. Hallo, auch ich bin's, Kay. Erinnerst du dich noch? Die Arenen scheinen dir ja keine großen Schwierigkeiten zu bereiten. Kay, Kay! Hm, hoppla, stimmt ja, ihr beiden kennt euch noch gar nicht. Das hier ist Trainer. Sie kann so gut mit Pokémon umgehen, dass sogar der Top-Champ auf sie aufmerksam geworden ist. Oh, na sowas. Meine Pokémon sind aber auch sehr stark. Ich frage mich, wer von euch beiden wohl stärker ist. Also, ich bin von den Top 4, also bin ich bestimmt viel besser. Jawohl. Ha, du bist echt knuffig. Dieser Stöpsel hier gehört tatsächlich zu den Top 4. Ja, genau. Hoffentlich kann ich dir ganz doll bald meine Pokémon zeigen. Komm ganz schnell zur Pokémon-Liga, ja? Sie ist der höchste Punkt der Trainerkarriere. Der Trainerkarriere, genau. Da warte ich dann auf dich. Bis bald. Hey, nicht so schnell, warte. Nun, du hast Poppy gehört. Leg dich auch für sie ins Zeug, okay? Viel Erfolg. Hey, Poppy, lass mich hier nicht so einfach stehen. Naja, ist ja gut. Gut, damit haben wir Trainerin Etta besiegt. Das ging dann doch schneller, als ich das erwartet hatte. Nein, nochmal! Na, geht doch.
Einfach rückwärts springen, das löst die meisten Probleme. Bald heißt es wieder mal, dass wir mehr als einen Part wahrscheinlich füllen müssen mit Schule. Also da könnt ihr euch sicher sein. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir könnten hier hingehen. Sehr für die Arena sind wir overleveled, so wie ich das hier auf der Levelkurve sehe. Für die anderen beiden, für diese beiden Sachen sind wir noch zu schwach. Oder wir könnten als nächstes uns aufmachen hierhin. Da müsste unser Level gerade so reichen, wenn ich die Levelkurve hier im Blick habe, weil ich habe sie hier offen. Irgendwo stand das doch, ich bin doch nicht doof. Genau hier. Genau, Level 44 bis 50 sollte man sein, wenn man den hier machen kann. Der ist trotzdem sehr gefährlich. Aber ich würde das gerne noch nicht machen. Ich denke mal, wir werden uns auf den Weg hierhin machen und da schon mal die Prüfung machen. Und im nächsten Part, dann widmen wir uns gleich diesem Arena-Leiter. Das hat einfach den Grund, dann haben wir die Arena-Prüfung fertig. Und dann haben wir für den dann habe ich für den nächsten Part was für Thumbnail. Oh, Brudi, mach doch! Geht doch. So, jetzt müssen wir erstmal nur den Weg aus der Stadt rausfinden. Ich denke mal, der Weg dahin, wo wir hin müssen, ist hier, ne? Genau, und wir haben noch ein Encounter hier. Könnte der gefährlich werden? Wahrscheinlich, ne? Da hätte ich echt wenig Lust drauf. Da mal los. Ich habe mir auf einem Felsen den Fuß verstaucht. Lenkt mich mit einem Kampf vom Schmerz ab. Du willst also den Schmerz mit anderem Schmerz bekämpfen, Lieferant Marius. Das können wir gerne regeln für dich. Ein Botogel. Das sollte reichen. Was habe ich gesagt? Reicht. Easy. Der Schmerz in meinem Fuß ist zwar vergessen, aber die Niederlage tut mir im Herzen weh. Ja, jetzt hast du dafür Schmerzen im Herzen. Der Reim war unbeabsichtigt. So, los geht's. Wir müssen hier weiter. Wenn wir einen schönen Encounter sehen, nehmen wir ihn mit. Aber noch sehe ich nichts. Nichts außer alte Pokémon und die sind tabu. Wir hätten so viel leichter in der Nuzlocke haben können, wenn ich nicht gesagt hätte, ja, beschränken wir uns auf neue Pokémon, das werde ich in der nächsten Nuzlocke ändern. Dann nehmen wir einfach das, was wir kriegen können. Weil sonst suchen wir halt einfach uns nur dämlich ab nach neuen Pokémon. Ich habe drei Arena... Schön für dich. Ich habe zwar drei Arena-Orden gesammelt, aber bei der mündlichen Prüfung bin ich durchgefallen. Was für mündliche Prüfung. Schwarzgurt Sven. Pamo Mamo. Jetzt ist aber die Frage immer noch, was für eine mündliche Prüfung. Ich habe gerade keine Ahnung, was du meinst, Brudi. Tschüss. Stimmt, Pamo Mamo ist ja relativ schnell. Danke, du hast es. Nach vier Treffern. Wunderschön. Oh yeah. Den haben wir wegrasiert. Du hast echt mit Pamo Mamo drei Arena-Orden geholt, alleine? Ich habe drei Arena-Orden und verliere trotzdem gegen ein Kind. Ein Kind, das 7 Arena-Orden hat, Budi. Naja, ich weiß Bescheid. Wir müssen auf jeden Fall noch Flanival heftigst leveln, weil wir Flanival für die Pokémon-Liga brauchen. So viel kann ich euch versprechen. Hyperball. Wiederball. Das ist alles nichts. Wir sind da.
Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast auf Montanata gegen 7 Trainer gewonnen. Wenn du gegen insgesamt 10 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Gut, die 10 Trainer suchen wir, denke ich, nochmal. Wir werden sie bestimmt schnell finden. Schneelandschaft. Hm. Irgendwo hier ist so ein Teil. Da. Gierspenstmünze. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte es im letzten Part oder vorletzten Part schon gesagt. Wenn ihr wisst, was diese Gierspenstmünzen bringen, dann schreibt es ruhig in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel, nachdem ich die Story gespielt habe, im Privaten nicht mehr gespielt. So, jetzt suchen wir nur noch nach Trainern, nach den nächsten drei Trainern. Die sind bestimmt irgendwo hier, ne? Zack. Das war knapp. Ich bin halt einfach mega gespannt, wie das wird mit dem DLC. Oder wie schlecht das DLC, ihr wisst schon, performancemäßig laufen wird. Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? Ich habe ihre Essenz vollkommen aus den Augen verloren. Künstlerin Stacy. Ich kann dir das leider nicht beantworten, Stacy. Wo Kunst anfängt. Kunst kann man nicht objektiv bewerten. Wenn man Kunst objektiv bewerten könnte, dann wäre alles wesentlich einfacher. Oh. Oh nee, ein Feenfeld, ein Nebelfeld. Oh Gott. Psychoschock. Dieses Floorgas scheint eine relativ starke Spätzdef zu haben. Ein Knirrfisch. Du bist wahrscheinlich auch ein Feen-Pokémon, ne? Dann wechseln wir einfach zu Pikamo. Hoffentlich stirbt Pikamo hier nicht, da hätte ich wenig Bock drauf. Funkensprung bitte. Olanga? Oh Gott. Oh nee, Alter. Die ist ja tatsächlich gefährlich. Das passt mir mit Woolswitch gerade sehr gut in den Kram. Er hat mir nämlich gerade den Free Turn geschenkt. Ich habe vergessen zu healen. Ich hoffe, Nelly stirbt nicht. Und ich hoffe, Nelly outspeedet Olanga. Blumentrick. Das war's. Easy. Wie du kämpfst, könnte man fast schon als Kunst bezeichnen. Naja, nee, eher nicht. Es war gerade mehr Glück als Verstand. Gut, hier haben wir ein X-Spezial. X-Spätzdef. So, dann heißt es jetzt erstmal ganz normal hochlaufen und gucken, ob wir auf dem Weg noch zwei Trainer begegnen. Es wäre schön, damit wir die Belohnung noch abkassieren können. So, war nicht geplant, gegen den Baum zu latschen. Leider sehe ich bis jetzt keinen Trainer.
Da! Oh nein. Oh, will ich das? Oh, will ich das? Ja, ich muss, ne? Achtung, hier gibt es viele starke Trainer. Ja, ist leider auch, eine Drachenprofi. Drachenprofi Cassandra. Oh. Es ist ein Dragonier. Okay, wir haben ihn gewonnen. Das war gut. Auf eine so starke Trainerin bin ich hier in der Gegend bisher noch nicht getroffen. Ja, jetzt aber. Also das ist doch scheißegal. Du wurdest hart wegvernichtet. Eine Trainerin brauchen wir leider noch. Die muss hier irgendwo sein. Oder eine Trainer oder ein Trainer brauchen wir auf jeden Fall noch. Da hinten? Nee, das ist nur ein Schild, ne? Ja, das ist leider nur ein Schild. So, wir laufen einfach runter. Einfach immer runter und gucken. Vorsicht. Und dann laufen wir wieder hoch. Wehe, Bruder. Nein! Nein! Bitte nicht! Nein! Sehr gut. Gerettet. Aber es ist ja tatsächlich kein einziger Trainer, ne? Das ist halt... Wie soll ich den sehen? Wie soll man sich so für ein... Stellt euch mal vor, wir müssten jedes Pokémon nehmen. Dass wir auf einmal begegnen. Wie soll man... Wie hätte ich das sehen sollen? Ein massiver Auflauf vom Magneton ist hier. Oh, nice. Leider brauchen wir keinen Magneton. Riesen... Wir sind gleich an der höchsten Stelle angekommen, ne? Dann können wir mal... So krass. Sehr gut. Kannst du bitte aufhören, dich festzuhalten? Oder runterzurutschen? Wir sind da. Die Krone Paldeas. Eines der 10 Wunder Paldeas. Tja, und da könnt ihr das sehen. Das wird wohl später das DLC-Gebiet werden. Ist fast so groß wie Paldea selbst, ne? Das DLC-Gebiet geht noch viel weiter. Das ist da hinten nur abgeschnitten. Das hat man in den Spieldateien schon gesehen. Das ist fast doppelt so groß wie Paldea, das DLC-Gebiet. Wenn es denn als DLC kommt. So viel kann ich euch aber sagen. So viel konnte man schon sehen, dass das DLC-Gebiet um und bei doppelt so groß ist. Mal schauen. Doppelt so groß heißt ja aber auch nicht, dass es besser wird. Kann genauso scheiße sein wie Karmesin und Purpur allgemein. Also, scheiße in Anführungsstrichen. Ich rede jetzt nur von der Performance. Die Idee und der Grundgedanke hinter Karmesin und Purpur sind ja ganz nett. Aber da hätten dann wenigstens irgendwie Indikatoren da sein müssen, in welchem Gebiet, in welchem Levelgebiet man sich denn jetzt befindet. Gerade für Spieler wie mich, Nuzlocke-Spieler, wäre das sehr praktisch zu wissen, weil wir dann ganz genau wissen, wo wir noch nicht hin müssen. Oder wo wir noch nicht hin können und wo wir hingehen können. So, da sind wir schon hochgelaufen. Das heißt, alle Trainer da hatten wir schon. Es muss doch irgendwo noch einen Trainer geben.
Ich habe ihn halt nur noch nicht gefunden. Da unten schwimmt ein Enton im eiskalten Wasser. Ist das nicht schön? So, ja, toll. Das ist schon nördliche Zone 1. Das heißt, hier sind wir falsch. Wir müssen ja einen Trainer in Montanata finden. Ich finde das so geil, wie manchmal schwarze Sachen oder Texturen halt einfach aufploppen, weil das Spiel performance-technisch eine Katastrophe ist. Müsst ihr mal auf den Hintergrund achten, wie eben gerade. Das ist richtig geil. Sowas rauszubringen ist halt schon... Ja, rutsch weiter runter, Brudi. Ist okay. Läuft bei dir. Oh, ein Glaziola. Da muss der letzte Trainer ja irgendwo hier sein. Wir haben ihn. Oh ja, endlich. Hallöchen, ich bin vom Lieferdienst Wildbulle. Wildbulle, du bist doch bestimmt für einen Kampf zu haben. Endlich. Oh, das ist ein anderes Taurus. Also hat Taurus hier noch eine Entwicklung. Rudi, dein Bedroher bringt nichts. Ich setze einfach Psychoschock ein. Speziell. Ich war wohl nicht wild genug. Mäßigminze. So, jetzt können wir nämlich hier in uns unsere Belohnung abholen. Endlich. Dann kann ich den Part beenden. Hier haben wir in diesem Part haben wir Etta besiegt. Das war doch ein guter Erfolg. Im nächsten Kampf machen wir dann, denke ich, den Arena leider komplett durch. Weil wir können nicht mehr viel machen. Arena-Leiter, dann heißt es Team Star. Und erst ganz am Schluss, wenn wir Team Star geschafft haben, können wir den Schatz der Legenden weitermachen. Hallo, ich bin's von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast auf dem Montanata gegen 10 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von der Pokémon-Liga diesen fantastischen Preis. Oh ja, jetzt ist schon wieder der gleiche Bug, ne? Blizzard haben wir gekriegt. Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten, also schau auch gern dort vorbei. Ja, wir müssten Blizzard gekriegt haben, wenn ich es erkannt habe, richtig? Ja, hier Blizzard. Gut. Leute, dann werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Wir haben Etta besiegt und im nächsten Part werden wir uns der letzten Arena widmen. Dann könnten wir uns theoretisch schon zur Pokémon-Liga aufmachen. Vielleicht machen wir das, vielleicht auch nicht. Wir müssen gucken, ich muss gucken, auf welchem Level, in welchem Levelbereich sich die Pokémon-Liga befindet. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!